Kate Marsh hätte sich fast umgebracht. Meine Hände zittern noch. Aber ich muss das jetzt zu Ende, zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert in Blackwell. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durchs Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Ich strengte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffte es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu platzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspulen können, um Kate zu retten. Ich musste sie so zur Umkehr bewegen. Sie war schon so verletzt wegen dem Video und dem Mobbing, dass sie mir nichts glaubte. Du siehst Filme, in denen Leute jemanden einen Selbstmord ausreden. Aber es ist ganz anders, wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt. Ich deckte alle Themen ab und Kate wäre trotzdem fast gesprungen. Klischee oder nicht, ich sagte ihr, wie sehr ihre Freunde und Familie sie liebten. Auch wenn sie es nicht alle zeigen. Siehe das Wunder, Kate trat vom Rand zurück, lebendig. Ich hätte fast geweint. Ich weiß, es geht nicht um mich, aber ich gebe zu, es war ein tolles Gefühl, mit Kate vom Dach nach unten vors Wohnheim zu gehen. Wie gesagt, die gesamte Schule und Polizei beobachtete uns in völliger Stille. Da hörte ich jemanden, ich glaube Logan, rufen, ein Hoch auf Max, und alle klatschten und jubelten. So surreal. Leute, die mich sonst ignorierten oder scheiße behandelten, umschwärmten mich auf einmal. Das mag das Merkwürdigste sein, was mir diese Woche passiert ist. Das brachte mich zu der Frage, ob Victoria zusah und was sie bei all dem fühlte. Ich wollte sie beinahe finden, nur um ihr ins Gesicht zu sagen, dass sie für Kates Suizidversuch verantwortlich ist. Sie ist das Schlimmste, aber nicht die einzige Verantwortliche. Nathan Prescott schien verschwunden zu sein, vermutlich besser so. Danach musste ich noch mit der Polizei reden und eine Aussage machen. Sehr merkwürdig, nachdem man es in fast jeder Detektivshow gesehen hat. Ich musste lügen wie gedruckt, als es um meine Mitschüler ging. Denn ich glaube nicht, dass die Polizei je rausbekommt, was wirklich gelaufen ist. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Sicher, klar mag ich es, wenn Chloe mich so nennt. So, obwohl Kate zur Umkehr zu bewegen mir kein heldenhaftes Gefühl verleiht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich fühle nichts als Dankbarkeit dafür, dass Kate nicht gesprungen ist. Es war schon bizarr, als uns die Schüler und Lehrer Kate und mich umringten und uns auf Schultern und Rücken klopften, als seien wir Helden. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Immerhin wäre Kate gerade fast vom Dach gesprungen, wegen dieser Leute. Aber wie gesagt, ich kann nicht alle beschuldigen. Ich wüsste auch gar nicht, auf wen ich zuerst zeigen sollte. Das Allerbeste war, dass Kate trotz ihrer Tränen und Verwirrung lächelte, als ihr klar wurde, wie froh alle waren, sie lebendig zu sehen. Ich lächelte auch. Polizei und Sanitäter schnappten sich Kate, legten ihr sanft eine Decke um und eskortierten sie zum Krankenwagen. Sie dankten mir nicht und sahen mich auch nicht wie eine Heldin an. Ich schätze, sie sind es gewohnt, ohne Applaus Menschen zu retten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war cool. Als umarme einen anderen die ganze Schule. Vielleicht ist Blackwell doch nicht so schlimm. Kate lebt, und obwohl ich nicht den ganzen Ruhm für mich beanspruchen will, musste Direktor Wells mich auch noch ausquetschen. Es war surreal, in seinem schäbigen Büro mit Nathan, David und Jefferson über den Grund für Kates Selbstmordversuch zu reden. Ich war innerlich aufgedreht und sah immer wieder vor mir, wie Kate auf mich zuging, mit einem Hoffnungsschimmer in ihren Augen. Ein Teil von mir wollte Nathans selbstgefälliges Gesicht auf den Schreibtisch knallen, da ich wusste, er war verantwortlich. Danach könnte ich einfach zurückspulen, aber ich wusste, das würde zu einer schlechten, gefährlichen Gewohnheit werden. Zum Glück traf Wells die Entscheidung, Nathan zu suspendieren, nachdem ich von den Ereignissen im Klo berichtet hatte. Er muss noch mehr über ihn wissen, sonst würde das wohl keinem Prescott passieren. Ein wenig Gerechtigkeit für Kate. Davon wird es noch mehr geben, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was es gut sein könnte,
wenn ich nicht vorsichtig bin. Nach der Befragung des Direktors saß ich mit Warren auf dem Rasen, um das Gras unter mir zu fühlen und die Wolken zu beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, wie stolz er ist, dass ich Kate vom Springen abgehalten habe. Ich glaube nicht, dass ich das tat, aber ich ziehe es vor, wie eine Heldin statt wie ein Loser behandelt zu werden. Ich sagte Warren trotzdem, dass etwas Ominöses in Blackwell vorgeht. Rachel Amber, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer, mich eingeschlossen, wenn ich weiter Detektiv spiele. Ich hätte ihm gern von meiner Kraft erzählt. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, als ob es den richtigen Zeitpunkt noch gäbe. Und um den Tag noch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel und am Himmel war eine komplette, unangekündigte Sonnenfinsternis zu sehen. Was ist bloß los in Acadia Bay? Ja, das war jetzt der Tagebucheintrag von dem letzten Tag, also von Dienstag quasi. Also ja, da geht's wieder weiter, genau. Und ja, jetzt haben wir sogar alle Leute, die wir so hauptsächlich in der Story kennenlernen, auch kennengelernt. Außer jetzt natürlich Rachel, aber die meisten. So, und jetzt würde ich sagen, schleichen wir uns mal leise heraus, um uns, halt, Moment, ich, denn Chloe hat uns ja eine SMS geschrieben. Der hat uns noch einige geschrieben. Hier, 18 Uhr da. Tut mir leid wegen Kate. Hoffe, dir geht's gut. Ich flipp aus wegen der Sonnenfinsternis. Finden wir raus, was los ist. Zusammen. Ey, Supermax, wie geht's der Blackwell-Heldin? Die Heldin zittert immer noch. Wegen mir wurde Nathan Prescott suspendiert. Du bist der Boss. Keine Emojis. Hör mal, etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht in Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool? Ich muss dir was zeigen. Triff mich vom Campus. Schwing die Hufe und zwar sofort. Okay, Warren hat uns auch noch eine SMS geschrieben. Genau, yo Max, ich muss dir nur noch mal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstell dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Okay. So, dann hat uns noch eine, noch mal. Ey, Nutte, Emanzen gehören ausgelöscht. Okay, es kann immer noch Nathan sein, würde ich jetzt mal meinen. Und Mama hat uns auch geschrieben. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Oh, Mama. Das ist so. Ach nee, da war noch mehr. Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte, bitte an. Wir lieben dich. Achso. This is disturbing. Yes, I have power, but Nathan is out of control. Allerdings, das ist wohl wirklich wahr. Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Ja. Hat man sich wirklich, warum man sich da nicht so wirklich auf den Stundenplan konzentrieren kann bei all diesem, was hier gerade abgeht? Okay, this is scary dark. Let there be Light. Licht. So, jetzt müssen wir uns quasi aus dem Wohnheim schleichen.
Okay, Dana sitzt dort. Hey, Max. Come here. Dana? Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Okay, jetzt haben wir gerade eine Information rausbekommen. Hey, Dana. Better than Kate. I knew she was dep- Must be- Kate was serious. So what ex- You think this- I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced- Not me. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie eine Gesprächsoption bekommen, aber was haben wir denn da? This is both sad and pathetic. Ach so. Die Papierkugel. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Warte mal, was steht da? Okay, just want you to know you're in your on our thoughts. Also, wir denken an dich. Praying for fast recovery, Kate. Warte mal, Kate wohnt doch hier. Richtig. Guck mal, das ist sogar abgesperrt. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Aber riech, aber wirklich mal. So much hypocrite. Ja, also, ja, das ist wirklich schon heuchlerisch. Erst, sie als quasi Schlampe darzustellen, ne? Also, er stand ja da, quasi. Und jetzt einen auf, Heuchler zu machen und sagen, ach ja, wir vermissen dich, Kate, und es ist alles so schrecklich. Ja, es ist schrecklich, verdammt, aber wie ihr mit ihr umgegangen seid, ist auch nicht gerade das Beste. So. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Okay, so wir schauen erstmal, welche Fotos wir machen müssen. Okay, irgendwie von der Statue. Das sieht mir aus wie ein kariertes Hemd. Ein Eichhörnchen mit Glühwürmchen. Oh, wie süß. Okay, eine Ameise mit Federn. Rauchen. Ich habe da eben gerade ein Eichhörnchen gesehen. Da guck, da ist ja das Foto schon. Ach Gott, nein, ist das putzig. Nein, ach wie niedlich. Eichhörnchen, bleib hier. Hallo Eichhörnchen, hallo kleiner Freund. Hallo.
Kann ich gar nicht. Ich muss noch mal, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Noch ein Stück. Damit es sich wieder halt zu der Bank hin bewegt. Gott, ist das süß. Das noch eins. Noch eins. Noch eine SMS von Chloe. Max? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich will aber auch halt erstmal dieses wunderschöne Foto mit den Eichhörnchen machen. Aber es traut sich jetzt nicht mehr. Ah. Na gut. Ich werde es im Nachgang dann auch machen. Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Was ist mit ihm denn? Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe save Blackwell. Now don't get cocky. Going back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? What a day. Blackwell almost lost another student. I wish Kate Marsh would just skip town. Now I have to deal with more pissed-off, entitled parents who want to blame me for their mistakes. Cheers. Oh, wow. Der wird sich da nicht wegbewegen, denke ich. Vielleicht können wir ihn irgendwie... Oh, great. He saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Okay, noch ein Stück zurück. Ja, jetzt kann ich nicht weiter zurück. Jetzt müssen wir leise sein. I know I have a set of keys on me somewhere. Haha. Gotcha. Max the Ninja strikes again. Why won't they fit? Ein betrunkener Schuldirektor. Ist klar. Der sich dann auch noch darüber beschwert, dass die Eltern sich beschweren, wenn die Kinder halt versuchen, Suizid zu begehen. So, jetzt sind wir am Hauptcampus. Und jetzt sollen wir uns hier mit Chloe treffen? Oh, Gott. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey, Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing, and your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, yeah. Manipulate time and space? No biggie. Chloe,
I just feel weird about some of my decisions, especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Well, please, I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie died. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Oh, Victoria, du machst dich gerade echt an deinen... an deinen Lehrer ran? So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Oh, super. Das kann ja heiter werden. Thank you.